Im Katalog des CASes stehen Ihnen alle die Dokumente zur Verfügung, die innerhalb der Bildverwaltung im CAS-Katalog angelegt worden sind. Beachten Sie bitte, dass die Idee des Kataloges ist, allen Verkäufern hier hausübergreifend Bilder, Prospekte, technische Unterlagen, Preislisten, Videos, kurz all das an Dokumenten zur Verfügung zu stellen, was Sie offline beim Kunden vor Ort brauchen, um Ihr Modell des Verkaufs vor Ort zu unterstützen. Beachten Sie, dass diese Struktur, wir gehen hier einfach mal mit Beenden raus, gehen einmal in die Bildverwaltung rein, aus dieser Rubrik VICAS der Bildverwaltung herrührt. Sie können hier zum Beispiel einfach sagen, Sie legen eine neue Kategorie an, zum Beispiel Test, legen eine weitere Kategorie an, zum Beispiel Muster, und könnten jetzt in diese Kategorien sowohl einzelne Bilder einfügen. Dafür können Sie mit Wählen einfach auf ein dementsprechendes Bild zurückgreifen, eine Bezeichnung eingeben und das Ganze mit OK bestätigen. Ähnlich würde es mit Videos und anderen Dokumentenformaten funktionieren oder auch die Funktion verwenden, mehrere Bilder hinzufügen. Auch hier werden Ihnen die Daten entsprechend eingefügt. Und wenn wir uns dies jetzt im CAS in der Bildverwaltung angucken, steht uns das Ganze hier in der entsprechenden Struktur zur Verfügung. Beachten Sie bitte, dass diese Dokumente alle lokal in der Bildverwaltung auf dem entsprechenden Rechner des Verkäufers gespeichert werden und wirklich alle Dokumente, die nötig sind, um den Verkauf vor Ort durchführen zu können, hier Bestandteil des Kataloges sein sollten. Berücksichtigen Sie bitte, dass in den Branchenmodellen, in den Standard- und auch in den Beispielinstanzen hier von SBP keine Bilder unterlegt sind.